Ja, hallo und willkommen. Ich spiele mal wieder ein paar Partien auf Chess24, tatsächlich mal gegen echte Gegner. Wie immer spiele ich nur selber, ohne jegliche Engine. Das wird auch nichts bringen, wenn man hier. Man verbessert sein Schach ja ein bisschen schon, weil man eine Öffnung sieht. Heute habe ich gesehen, wie der Polgar slawisch gespielt hat, mit C4 schlägt und. Zarkov hat Läufer G5 gezogen, worauf Polgar diesen Baum mit C4 schlägt halten konnte. Ja, nur blöd, dann hat der Polgar wohl irgendwann den Faden verloren und hat dann doch im Endspiel das Ganze noch abgelost. Das Problem war dann im Bauern, vielleicht hat er das unterschätzt, vielleicht hat er wirklich gedacht, am Damenflügel seine Bauern würden losmarschieren, 3 gegen 2 Bauern. Das Problem war aber, dass er an G2 hing, da hat hinterher sogar die Qualität zurückgegeben, was total merkwürdig war. Und dann war das verloren. Dann war der A-Bauer, der eigentlich Remis ist, sogar noch lost, weil er erst den G-Bauern abholen musste. Aber das ist ja nicht Thema dieses Videos. Das war hier STRG und Mausrad ist das Brett vergrößern. Ach, da unten. Meine Güte, ich bin auch blind. So, mal gucken. Ich sollte mich irgendwie befreien davon, auf den Zahlen zu fallen. Mal sogar schon E5 STRG. Sound. Ja, so, geht tatsächlich. D4 schlägt. Ich frage mich, ob das dann erhalten bleibt. Oder ob man. Das nehme ich nie an. Ich muss ja den Bildschirm ein bisschen zu mir drehen, ein bisschen in die Welle drehen, dass den Bildschirm. Ich muss ehrlich sagen, dass Läufer G4, Läufer F7, Springer G5, Dame G5, Springer E5, Springer E5, das geht ja nicht. Läufer F7, König F7, Springer G5, Dame G5, Läufer G5, Läufer D1, Turm D1, das müsste doch eigentlich eine Figur verlieren. Ach, shit. Was mache ich denn jetzt? Springer H6 funktioniert nicht. Läufer F3, Läufer F7, dann ziehe ich beiseite. Mal weg. Wenn er auf B7 nimmt, hängt ja sein Läufer. Das kann er also nicht machen. Dame H4 mache ich, obwohl er macht der Dame B7. Ich glaube, ich sollte mich erstmal hier der Springer H6 und dann Turm G8. Dame B7, dann rufe ich erstmal weg. So, was mache ich denn nun? Springer H5. Vielleicht den H-Bauern noch marschieren lassen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen das Problem mit dieser Uhr. Jetzt mache ich Springer. Ach, der Springer hängt jetzt. Ich habe nicht mal einen Damenschach. WTF. Dame H4, er nimmt meinen Springer. Wie gesagt, ich habe noch nicht mal das Damenschach. WTF, WTF. Ich habe immer das Problem, dass ich mehr nach links gucke. Das heißt, wenn links daneben die O wäre, dann wäre das für mich besser. Weil ich habe irgendwo auch mal gelesen, man hätte mehr den Drang zur linken Seite danach zu sehen. Was soll ich auch mal so machen? Was soll ich sonst machen? Meine Güte! Leider kann ich auch kein F6 ziehen. Das ist das Problem in der Sache hier. Ja, Dame E4 schlägt, droht auch nicht. Droht Springer F4. Dann F3. Ich habe früher im Verein, wo ich noch gespielt habe, da habe ich das immer gemacht, bevor Blitzturniere waren. Greift er mit den Läufer an. Habe ich mich mal warm gespielt vor den Blitzpartien. Das heißt, ich habe mich erst zu Hause gegen die Schachcomputer hingesetzt, habe ein paar Blitzpartien gegen die Schachcomputer gespielt und dann wusste ich, wie die Sache läuft. Ich mache mal F5, ich muss das Spiel jetzt öffnen. Vielleicht Turm schlägt und dann, ach, ich kann er noch nicht mal mit dem Turm nehmen, weil der Turm in der verdammten Ecke hängt. Vielleicht ziehe E4, aber dann drohe ich das Matt aufschlägt.
F5 schlägt E4, dann droht Dame H2 matt. Deswegen kann er den schon nicht nehmen. Ich hab auch keinen Turm H6. Jetzt Turm F6 und Turm H6. Ich sollte mal den Turm auch mal, by the way, aus der Ecke ziehen. Das ist nicht gut, dass der da auf A8 steht. Es droht immer Dame D5 Schach. Sobald ich den Turm wegziehe von F8, droht immer das Damenschach. Das ist schon eine reichlich blöde Nummer hier. Vielleicht kann ich irgendwie den Damenflügel aufreißen. Jetzt muss ich leider erstmal den H6 ziehen, weil sonst er ja hängt. Und dann Läufer E7, weil sonst ist hier auch noch Holland in Not. Jetzt halt zumindest die Linie geöffnet. Jetzt tue ich das Turmschach und dann Turm H4. Das ist kein Turmschach, naja. Ach, der hängt doch mit Schach, verdammte Axt nochmal! Ah, oh, come on, muss ich den Bildschirm noch schräger stellen? Das große Problem ist auch, dass ich einfach nicht, ach verdammt, einfach nicht auf diese Uhr gucken kann. Ach, gib auf, wo ist ein Aufgabe-Button? Da bin ich drüber hier, na doch nicht hier. Aufgabe. Ja. Oh Mann, ich brauche immer eine Zeit, um erstmal ins Spiel reinzukommen. Das ist so ein bisschen das Problem bei mir. Mann, 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 Mann. Ach, ich muss wieder hier bestätigen. Und da muss ich auch noch diesen Knopf genau treffen, oder wie? Also stehe ich hier im Weg. Machen Sie so. Do it so. Bin ich vielleicht oben rechts nicht im Weg auf irgendwelchen Knöpfen hier? Ach, jetzt muss ich wieder runterscrollen. Was hat der denn für eine Zahl? Ich bin immer irgendwie im Weg. Aber das ist ja super. A5. Ich dachte, erst würde ich jetzt A4, A3 ziehen. Ich mache mal so eine Art Londoner System. Kann ich irgendwie das Schachturnier auf H5? Ich wüsste nicht. Okay, Springer E5. Droht das Damenschach. Okay, I must move my pawn. Ich entwickle mich mal zu Ende einfach hier. Einfach entwickeln. Entwickeln Sie Ihre Figuren, dann entwickeln Sie Ihre Figuren. Das macht schon mal leicht aggressiv, dieser merkwürdige Spielstil, der dann hier an Tag liegt. Ich versuche mal mit F3 und mit E4 ranzukommen. Den nehme ich mit dem Läufer weg. E4. E schlägt, E schlägt, E schlägt Springer und so weiter. Den nehme ich mit dem Bauern natürlich. Könnte ich mit dem Läufer nehmen. Kann er mit der Dame nehmen. Er kann aber mit Turm H6 das Schach abdecken. Wo dann ziehe ich den. Dann spielt er den daran. Macht er gar nicht. Dann gebe ich das Schach. Ach so, der auf F7 das Matt. Es ist kein Schachgebot, Thomas. Schachmatt. Das war ja gar nicht mal so schlecht. Ja, meinetwegen. Frage ist, ob er den will. Me 21. Ich spiele mal Karo Kann. Ich glaube, irgendwie scheint er wohl so ein bisschen lernresistent zu sein. Ich ziehe mal erstmal durch zu E5. Okay, dann mache ich A5. Das kennt man ja, man kann sich diesen Bauern sowieso nicht halten.
Dieses H4 und A4 und sowas, das sollte er sich erst gar nicht angewöhnen. So, und eigentlich ist die Partie jetzt hier gelaufen. Das war's und ist es gewesen. Ende, Ende, Ende. Ach, das hat er ein bisschen schnell gezogen. Ich weiß gar nicht, warum er so schnell gezogen hat. Okay, mal mein Bein kratzen. Das kann der Springer auf wieder ziehen. Ach, ich kann ihn auch hier wegnehmen. Das ist natürlich, da braucht keiner erzählen, das ist total lost. Hat er zumindest mal einen Zug gemacht, der überraschend ist. Mache ich mal Dame B6. Ich weiß auch gar nicht, warum der jetzt so lange noch weiterspielt. Okay. Tue mal noch D8. Auf Läufer H6 mal Springer H5. Zum Beispiel. Ich frage mich, ob ich den Läufer sogar schon rausnehmen kann, aber das ist normalerweise keine gute Idee. Irgendwie muss ich wohl erstmal mein Gehirn sortieren und das dauert ein wenig lange. Sortieren Sie Ihr Gehirn. Gehirnfunktionen werden sortiert. Mal E4, ich muss das Spiel öffnen. Das Schlimmste sind auch die Gegner, die nicht verstehen, dass sie total lost sind. So, ein Schach oder sowas droht er ja nicht. Ich frage mich, wie er an 15:34 gekommen ist. Dieser H4 und A5, das sollte er sich mal abgewöhnen. Die kann ich einfach rausnehmen und dann hängt ja auf F2 der Läufer auch noch. Er kann ja gar nichts mehr ziehen. Wie nennt man sowas? Ein dankbarer Gegner? Beenden wir das Ganze mal. Finish this war. Na, für eine Revanche habe ich wirklich keine Lust mehr. So, dann muss ich erstmal wieder runterscrollen. Was hat der? 1588. Nimmt zu Indisch. Okay. Entweder ich spiele noch komplett Theorie hier. Springer G5, Springer G4, Springer G5, G6. Sonst gehe ich ja matt. Also Springer G5 muss ich schon was gegen das Matt unternehmen. Jetzt wäre das ja richtig peinlich. Was mache ich denn jetzt? Was können wir machen? H6 vielleicht? Und dann, wenn er nimmt, E5, das Spiel öffnen, F6. Bauer schlägt, E5, F7 Schach. Also muss ich auf F6, Bauer schlägt, Turm schlägt, schon wieder nehmen, aber ich möchte gerne das Spiel öffnen. Durch seinen Doppelbauern auf C3, C4 kann er den Läufer ja nicht freilegen, also mit C4 oder so. Der Läufer deckt den Springer, droht vielleicht sogar Läufer F5. Dame B3 droht auf B7 zu nehmen. Er droht auf E5, droht er nicht so sehr zu nehmen. Den Damentausch anbieten ist auch nicht so mein Ding. Mache ich es trotzdem? E4. Sehr, weil nichts anderes, das ist das Problem. Ich mache das nur deswegen, weil ich nichts anderes sehe. Vielleicht Turm A6 darauf, dann um den Bauern zu decken. Na, dann den Doppelbauern löse ich dir jetzt aber nicht auf.
glaube, ich ziehe wirklich. Ja, E4 stellt ja den Bauern ein. Ich ziehe mal H6, der Springer muss weg, weil auf E4, Läufer G4, Läufer G4 hängt einfach der Bauer auf E4. Auf E5 schlägt, kann ich ja noch reagieren mit, weil E5 schlägt. Und jetzt geht das nicht. Springer E3 ist nicht möglich. Der Springer hat auch gar keine Felder. H5 ist auch nicht möglich. Turm D1 ist nicht möglich. E3 ist nicht möglich. E3, Läufer G4 und dann ist es scheiße. Und das ist auch scheiße. Kann ich jetzt mit dem Turm nehmen? Ist das possible? Ach komm mal, es war nicht possible. Aufgeben. Ja. Ich sollte mich von dem Gedanken befreien, unbedingt hier jetzt hier, ah, ich habe jetzt meine Maximalzahl erreicht, jetzt darf ich meine Zahl nicht gefährden, sieht man ja manchmal bei Leuten, die spielen dann ums Verrecken keine Partie mehr, weil sie ja ihre fantastische Zahl nicht gefährden wollen. Da muss ich mich von befreien, von diesem Gedanken. E4, bin ich verrückt? So, mal kurz jetzt. Das Mausbett ist nur gefühlt groß wie zwei DIN A4 Seiten, das reicht dem Depot immer noch nicht. Das war aber auch eine, sagen wir mal, mäßig gute Partie. Davon bin ich überhaupt kein Fan von diesem Stonewall. Das hat für mich immer diesen Beigeschmack von Remis zusammenschieben. Das ist das Problem, weshalb ich den nicht so mag. Tja, was soll man sagen? Übung macht den Meister. Ich sollte es mir vielleicht abgewöhnen, nach einer Handvoll Partien schon hinzuschmeißen und nicht weiterzuspielen. Das bringt ja alles nichts. Vielleicht muss ich das Verlieren wieder lernen. Es ist nie so, dass ich jetzt nie verlieren würde und müsste es deswegen lernen zu verlieren. Sondern eher in dem Sinne, dass ich auch weiterspiele, wenn ich verliere. Das ist die Sache da dran. Das meine ich mit Verlieren wieder lernen. Man muss es lernen, aus seinen Partien ja lernen zu wollen. Ich versuche mal den Turm rüber zu schieben nach H3. Ein Turm F3, Läufer E5, Läufer E5, dann nimmt er mir den weg. Springer D7, ich mache mal Turm E1. Droht Springer D7, Dame E6, den Bauern zu gewinnen. Stellt er die Figur ein? So, das ist ja total lost jetzt, da ist die Figur weniger. Ziehen wir den Turm nach F. Ich kann nicht mehr beide Bauern decken. Aber es ist so wichtig, jetzt eigentlich an das Material zu klammern. Andererseits hilft es auch nicht, das Material dann zurückzugeben, weil man ja sowieso besser steht. Dann hat der Gegner ein bisschen Gegenspiel. Man kommt auf die Idee, dann, das ist schon der Anfang vom Ende dann häufig. Da kommt man auf die Idee, die Qualität zurückzugeben, um ja quasi Kompromisse einzugehen. Deswegen nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder her. Günther Turm, das bringt jetzt Turm F3 und dann Dame B4. So, ich spiele einfach massiv auf Figurentausch. So, D5. D5 schlägt, D5 schlägt, D5 schlägt, Turmtausch schlägt und dann. Der Läufer scheint doch da gut. Ich sollte bei Zeiten mal H3 ziehen. Ja, ich mache das jetzt mal zwischendurch. Das hat einfach den Sinn, dass der König nach H2 kann. Wenn wirklich irgendwann Grundreinschach kommt, dann möchte ich gerne mit dem König nach H2 können.
Das ist der Sinn der Sache. Das ist auch schon die letzte Partie hier. Das wollen wir ja nicht. So, was mache ich denn nun? Das kann ich leider nicht zulassen. Totschachmatt. Ich kann das aber auch mit diesem Turmschach nicht verhindern. Läufer G3 würde es eigentlich auch verhindern. Dame F8 Schach. Und dann? Wieder nehmen oder? Wieder, also auf nehmen kann ich pre-moven. Dadurch, dass ich den Läufer habe. Droht das ja jetzt gar nicht. Ich kann jetzt sogar die Damen zwangstauschen. Dann rennt der Bauer einfach durch. Ach, kann gar nichts machen, das matt. Dann pre-move ich mal den hier. So, das war's für heute. 10 Blitzpartien gewonnen. Wow. Dir wurde eine Badge verliehen. Das finde ich schön, muss ich ehrlich sagen. Dass man da gewisse Achievements bekommt. Das finde ich immer sehr gut. Das motiviert einem auch zum Weitermachen. Jetzt hier 10 Blitzpartien gewonnen. Ich bin aber auch nicht der Typ dafür, um jetzt die totale Verluststellung da vor sich herzuschieben. Das ist nicht das Leben, das ist eine Schachpartie. Deswegen hier Sachsenrakete. Der hat ja auch aufgegeben. Nachdem er total pleite stand und los. Aber das finde ich sehr schön. 10 Blitzpartien gewonnen. So, damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ich finde es immer schön, wenn Achievements sind, aber ich wiederhole mich ständig nur noch hier. Tschüss, bis zum nächsten Mal.